was machen Sie denn da? Nur meine Arbeit. Helfen Sie mir mal. Oder was? Die Besuchszeit ist jetzt vorbei, geben Sie mir die Pillen. Nee, ich glaube nämlich nicht, dass es gut ist, wenn Sie die mit Ihren Pillen hier vollstopfen. Die ist doch eh schon völlig gaga. Ja, das ist ja typisch, jetzt sind wir wieder die Bösen, was? Geben Sie mir die Pillen. Diese Frau hat eine schwere Depression und braucht Ihre Psychopharmaka. Jetzt kommen Sie mir nicht mit Ihrem Psychokram, ja? Das können Sie schön stecken lassen. Ja, was glauben Sie denn, wer Sie sind? Keine Ahnung von Medizin, aber die große Klappe riskieren. So, haben Sie schon mal einen Opel zerlegt? Bis in die kleinsten Einzelteile rein, hm? Nee, da will ich jetzt sofort den Chefarzt sprechen, und zwar gestern. Na, da wird sich Herr Dr. Hertha aber freuen. Ist mir egal. Machen Sie doch, was Sie wollen, und jetzt raus hier. Hey, was soll das? Sind Sie verrückt geworden? Verrückt wäre ich, wenn ich Sie hier lassen würde. Such erst diesen Chefarzt. Tschüss. Der Job macht mich krank. Ja, vielleicht war das ja einer Ihrer Fahrer. Wie wollen Sie zu Kräften kommen, wenn Sie nicht alles aufessen? Haben Sie das schon mal probiert? Und hören Sie auf zu telefonieren. Das hier ist kein Bitte? Büro. Na wunderbar, wie heißt denn der Mann? Und die Nummer? Kamp ist mein Name, von der Küstenwache. Heute Nacht wurden drei ältere Herrschaften von ihrem Seniorenheim zum Neustädter Yachthafen gebracht. Und zwar von einem Fahrer des Taxiunternehmens Kruschke. Wissen Sie was darüber? Aha. Haben Sie eine Ahnung, was die vorhaben? Was? Haben die überhaupt Medikamente mit? Gut. Ja, verstehe. Okay, ich melde mich dann noch mal bei Ihnen. Danke, wiederhören. Was soll denn das? Sie sind krankgeschrieben. Das können Sie nicht machen. Hey! Ich bin Polizist. Ein kranker Polizist.